Wenn ich ihn jetzt ein technisches Wunder erkläre, und diese Erklärung gebe ich ganz kurz, eine Fabrik, die ein technisches Wunder zustande bringt, wird immer zu diesem gleich bei Fertigstellung eine Gebrauchsanweisung beifügen. So Sie jetzt nach dieser Gebrauchsanweisung dieses technische Wunder behandeln und dieses da dann auch so zu schalten, wie einzustellen wissen, werden Sie mit diesem technischen Wunder das erreichen, was Sie als Mensch gesehen nicht mehr befähigen können, was Sie als Mensch gesehen nicht mehr so zustande bringen, wie es eher auf dem natürlichen als hier auf dem künstlich-technischen Weg liegt. Liebe Freunde, stellen Sie sich jetzt Ihr Radiogerät, soweit Sie eines besitzen oder in Ihrer Familie beziehungsweise in Ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis eins vorhanden ist, das Ihnen ja schon lange, schon gar viele Jahre bekannt geworden ist. Sie wissen ganz genau, wie Sie dieses Gerät, dieses technische Wunder zu behandeln haben. Ich schicke voraus, dass für ein Radiogerät Energien notwendig sind. Dieses Gerät muss den Anschluss am elektrischen Werk haben. Hier würden Sie sagen, AEG. Das ist so ein bekannt gewordener Ausdruck, eine bekannt gewordene, kurz gefasste Bezeichnung. Und zwar das allgemeine Elektrizitätswerk, Elektrizitätsgesellschaft. Ja, es ist eine Gesellschaft, die ein Werk geschaffen, das uns die Energien dahingehend verleiht, so wir den Anschluss zu diesem Werk erhalten haben. Natürlich ist das Werk nicht so geschaffen, dass jeder Verbraucher an Energien den direkten Anschluss am Werk hat. Denn das Werk hat um sich Transformatoren gestellt und hier der Strom so weit dahingehend transferiert wird, und zwar, dass dieser Transformator eine gewisse Stromstärke nur abgibt, obwohl er eine viel höhere Spannung in sich aufnimmt. Und jeder, der den Anschluss zu diesem Transformatorenhäuschen hat, wird dann über und von diesem die Energien erhalten. Ich will hier nicht zu weit ausschweifen, aber bis hierher ist es Ihnen ja bekannt. Natürlich müssen Sie, um diesen Anschluss erst zu erhalten, dieses dem Werk melden. Und das Werk wird von sich aus die dementsprechende Fachleute zu Ihnen schicken. Einmal kommt der Fachmann, der Elektrofachmann, der Ihnen die Leitungen in Ihrem Haus legt und die Brennstellen, wie auch die Unterbrecher, den Sie Schalter nennen, anbringt und nach Besichtigung des Werkes, dass die Leitungen fachmännisch verlegt sind, werden Sie vom Werk aus den Anschluss über den Transformator erhalten. Natürlich werden Sie sagen, ja, ich weiß nicht, ob dieser Strom über einen Transformator geleitet wird. Ja, Freunde, da sind Sie kein Fachmann, aber einzelne wenige wissen es doch. Aber das ist nicht hauptsächlich, was ich hier sagen will. Nun, natürlich gibt es zu diesem, um dass die Energien auch genützt werden, hat man technische Wunder geschaffen, wie ich in eines von diesen schon aufzählte, unser sehr gut bekannt gewordenes Radio. Dieses Radio braucht Energien. So hat das Werk es zustande gebracht.
dieses technische Wunder, das Radio ist so weit genommen, dass sie eine bestimmte Stromstärke für das Gerät benötigen. Früher war es so, dass wir verschiedene Stromstärken hatten. Ich denke da an 110, 130, welche hatten 150 Volt, welche 220, die stieg bis 250. Es war zu der damaligen Zeit noch nicht so geregelt. Heute ist es vereinheitlicht, oder aber man hat die Geräte so weit dahingehend hergestellt, dass man über viele Stromstärken auch das Gerät in Tätigkeit setzen konnte. Durch Umschalten auf 110 bzw. 220 Volt. Beziehungsweise gibt noch eine Stromart, das ist der Wechselstrom. Liebe Freunde, auch hier muss ich immer wieder einen Stopp einflechten. Verbleiben wir jetzt ernsthaft bei diesem Radio. Sie haben den Anschluss über die Dose zum Werk. Indem Sie das Gerät anschließen und so es den Anschluss hat, wird es bei weitem noch nicht die Energien empfangen. So selbstständig ist es noch nicht. Hierzu gehört wieder ein Mensch, der dieses Gerät bedient. Indem er es einschaltet. Aber erst muss das Gerät den Anschluss an diese Energiequelle haben. Dann schalten Sie es ein. Und so ist es eingeschaltet, warten Sie einige wenige Minuten und dann werden Sie wahrnehmen, dass jetzt voll aufgeladen, auch gut angeheizt ist. Und jetzt werden Sie die dementsprechende Wellenlänge einstellen. Sie würden sagen, Sie stellen jetzt das Gerät auf den und den Sender ein. Und dass Sie den Sender empfangen können. Niemals werden Sie den Sender empfangen, sondern die Sendung des einen oder des anderen Senders, auf den Sie das Gerät jetzt eingestellt haben. Also kommt es hier auf die Wellenlänge an. Ich möchte jetzt nicht weitergreifen zum Technischen, sonst glauben Sie womöglich noch, ich wollte Sie jetzt zu einem Techniker ausbilden. Nein, ich will Ihnen hiermit nur ein Gleichnis geben, und dass Sie nicht nur mich, sondern sich selbst besser verstehen. Wenn Sie so ein technisches Wunder einzustellen haben, um auch es so weit dahingehend nützen zu können, wozu es geschaffen ist, dann werden Sie den Nutzen von haben. Und Sie werden dann hören, was Ihnen über den einen oder den anderen Sender, den Sie eingestellt haben, empfangen können. Nun, bis hierher, liebe Freunde, ist es doch das Gleiche, wenn ich Ihnen sage, Sie müssen wissen, was Sie wollen. Sie müssen wissen, wozu Ihr Körper geschaffen ist. Wozu das Radio geschaffen ist, wissen Sie. Und ich frage Sie, warum wussten Sie von sich selbst nicht? Und so Sie jetzt auch die wirklich göttliche Sendung empfangen wollen, dann müssen Sie sich selbst so weit dahingehend einzustellen wissen, erstmal, dass Sie den Anschluss an diese Energiequelle haben, dann müssen Sie sich einschalten. Und so sie eingeschaltet sind, wird der Körper erwärmt, wie gleich das Radiogerät auch erwärmt wird, sie würden sagen, durch heiß ist. Und dann werden sie, so sie jetzt hier den Willen haben, die göttliche Sendung zu empfangen, was Gott ihnen zu sagen hat, was Gott ihnen zu geben hat für ihren Körper, werden sie es auch empfangen. Vergleichen sich immer wieder mit diesem einen einzigen technischen Wunder. Jetzt könnte ich Ihnen hunderte, gar tausende solche ähnlichen Dinge von technischen Wundern aufzählen. Aber ich weiß, das genügt, wenn ich bei diesem einen nur verbleibe. Und es genügt auch, wenn Sie auf sich selbst jetzt verbleiben und sich nicht nur im Allgemeinen auf Grönem stützen, indem Sie sagen, der wird es schon tun. Nein, da vergleichen Sie mich hier nur mit einem Transformator.
Ich habe auch, wie ich schon sagte, weiter nichts als hier nur eine meiner Mission, nur eine meiner Berufung zu erfüllen. Ich bin nur Werkzeug. Ich bin nur ein Leiter. Ich bin nur ein Wegweiser. Ich bin einer von denen, der das transferiert und den Menschen das so zu geben weiß, wie er es benötigt. Mehr sage ich Ihnen heute auch nicht. Deswegen musste ich wiederholt immer sagen, ich muss mich beschränken, um nicht zu weit zu greifen, sonst würden Sie selbst wieder dahingehend verfallen und mit dem von mir Gesagten nichts anzufangen wissen. Also nochmal zurück zum Radio, liebe Freunde. So Sie die Radiosendung als gut empfinden, werden Sie ein gutes Gefühl in sich haben und Sie werden das gut Gehörte begrüßen und indem Sie sich sagen, hier habe ich eine Lehre daraus gezogen und es ist so wohltuend, wenn es so bald wieder so eine gute Sendung gibt. Ja, Freunde, die guten Sendungen gibt es immer, wenn Sie nur das Programm kennen, welch ein Sender uns so eine gute Sendung verleiht. Hier ist es immer so, liebe Freunde, die alle haben es nötig, sich auf den Sender Gottes einzustellen, um diese seine Sendung zu empfangen, die sie zu guter Letzt auch hören und nicht wie üblich verfügen können. Und sie werden hier von dieser Sendung Gottes so viel Gutes empfangen und dass sie das gut empfangene dann auch weitergeben können. Es ist dem gleich, wenn ich immer wieder zum Radio zurückgehe, wenn sie eine gute Sendung gehört, die sie wirklich als gut empfunden, auch ihren Nächsten sagen werden, sodass auch er sagt, ja, so eine Sendung möchte ich auch mal hören. Ich habe bisher nur immer über mein Gerät schlechte Sendungen wahrgenommen, die mir gar nicht gefallen. Und da wird er fragen, welch ein Sender war es, wer hat diese gute Sendung vermittelt? Und so wird er, der Hörer, das nächste Mal, der Hörer, das heißt ihr Nächster, das nächste Mal auch, das heißt sein Gerät auf diese Sendewelle einstellen, um auch in den Genuss der guten Sendung zu kommen. Wie oft höre ich von meinen Nächsten, dass es an gewissen Tagen diese und jene Sendung gibt, die er als gut empfindet, aus die er noch lernen kann, wie da und dort ein Mensch spricht, wie er das Gute verstanden, das Gute in sich aufgenommen und dieses uns über den Äther, über die Radiowellen vermittelt. Es ist doch auch nur ein Mensch, einer unserer Nächsten.